The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 117. offiziellen deutschsprachigen Wissenszucker-Workshop. Heute ist der 14. Juni 2018 und wie immer habe ich eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 228. Knowledge Seekers Workshops von heute Morgen um kurz nach 9. Und da Herr Keshe wohl noch einen Termin hatte, war es heute etwas kürzer, nicht viel, aber trotzdem gehaltvoll, also viel erklärt, viel gezeichnet und auch einiges Neues dabei. Ich fange einfach mal an. Wenn es Fragen gibt zwischendrin, dann schreibt einfach und dann können wir da im Anschluss drauf eingehen. Der John von der Keshe Foundation Arizona, der hat heute einiges gezeigt und Herr Keshe sagte, dass der einen Meilenstein erreicht hat. Mehrere Gruppen weltweit arbeiten an diesem Flugsystem,
beziehungsweise Universalsystem ist das. Und er sagte, dass sie in China alles bereit ist, um die Tests zu beginnen. Und dann hat er kurz gesagt zu der gerichtlichen Situation da in Belgien, dass sie Berufung eingelegt hatten gegen das Urteil. Das wurde fallen gelassen, also die Berufung sind sie nicht mit durchgekommen, was auch so geplant war, damit es in die nächsten Instanzen geht, sagt Herr Cash. Und was er als nächstes machen möchte, ist die Polizei ins Gericht bringen. Was da wohl stattgefunden hat, ist eine Einschüchterung durch die Polizei, eine Fälschung von Unterlagen. Und das wollen sie denn im Europäischen Gerichtshof klären, wo die Verteidigung diesmal auch öffentlich sein soll. Also nicht unbedingt die Verhandlung selbst, aber zumindest die Unterlagen oder was auch immer, die Verteidigungsseite halt, die Dinge sollen veröffentlicht werden. Und dann hat Herr Cash ein das Bild gezeigt von den Präsidenten von Nordkorea und den USA, also dieser Kim und Trump. Und die beiden haben sich die Hand gehalten und dazu hat Herr Cash gesagt, dass also sie sich die Hand geschüttelt und Herr Cash hat dazu erklärt, dass das, dass der Trump auf dem Bild der sozusagen der Verlierer war, der nach Nordkorea fliegen musste, um als Verlierer dort anzutreten. Also das sagte, das hat eine lange Tradition, dass es seit, weiß ich nicht, was mindestens seit Jahrhunderten so gemacht wird, dass wenn ein König beispielsweise sich einem anderen König untergeben muss, dass dieser dann eben da anreist und sich dem offiziell untergibt. Und das hat sich im politischen Format inzwischen ein bisschen anders entwickelt. Aber es kommt das Gleiche hinaus, dass sozusagen der Verlierer derjenige ist, der bei dem Gewinner ankommen muss. Und dann gibt es halt so einen Pressebericht, die schütteln sich die Hand und so weiter. Die nationalen Flaggen da natürlich im Hintergrund. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Und Herr Cash sagte, dass das letztendlich ein Sieg ist, der durch China verursacht wurde. Das war das diplomatische Geschick Chinas, dass das da so verursacht hat. Und dass das aber nicht so nicht unbedingt so ist, so wie es wirkt auf dem Foto. Herr Cash sagt ja, in dem Foto ist einiges zu sehen. Das ist kein guter Handschlag. Und ja, dazu hat er halt ein bisschen erzählt. Dann, was letzte Woche schon erwähnt wurde, dass da ein Cash Foundation-Mitarbeiter verhaftet worden ist. Das handelt sich wohl um den Benjamin Mensah in Ghana, der, so wie Cash gesagt hat, wohl einen taktischen Fehler begangen hat, irgendwas falsch gemacht hat. Herr Cash sagt, die stehen nach wie vor gut zu ihm. Er ist ein guter Mann. Er kann jederzeit auch kommen, wenn er Hilfe braucht und so weiter. Er ist jederzeit willkommen bei der Cash Foundation. Was er wohl aber gemacht hat, aufgrund der Drucks der Polizei oder was auch immer, dass er sich wohl offiziell als Opfer deklarieren musste, um möglicherweise nicht selbst irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten zu kommen. Und ist verhaftet worden, ist dann irgendwo steht er jetzt wohl als Opfer der Cash Foundation. Und was jetzt da genau noch folgt, wird sich zeigen. Herr Cash sagt, er hofft, dass er da nicht jetzt lange festgehalten wird und dass er da wieder in Ruhe gelassen wird. Dann sind ein paar Videos gezeigt worden von dem Aufbau von John. Dazu gehe ich gleich noch genauer ein. Ja, ich denke, das muss ich jetzt zeigen, weil da vieles basiert darauf. Kleinen Moment. So, also hier sehen wir nochmal das Bild, wie eben beschrieben. So, und dann mal gucken.
So, und was John hier hat, er hat etwas jetzt eine andere Messmethode als jetzt diesen Pieper, den er sonst immer benutzt, also der diese elektrischen Felder misst, um halt Kabel in der Wand zum Beispiel ausfindig zu machen. Und hier hat er jetzt was anderes, das ist wohl auf Empfehlung von Herrn Cash, weil das nicht nur diese Materie elektrischen Spektrum abdeckt, sondern ja mehr abdecken kann. Das ist letztendlich ein Stab mit einem Reaktor an der Spitze. Und damit hat er die Felder getestet, was er hier zeigt. Ich meine, er hatte noch Videos davor, ja. Ist, auch nicht ganz so gut zu sehen. Er hat beschrieben, dass da zwischen seinen beiden Systemen ein mit diesem Teststab oder Zauberstab oder wie auch immer er den genannt hat, dass er damit da etwas sichtbar machen konnte. Und das wollte er auch in den Videos zeigen. Ich habe mir Videos mehrmals angeguckt. Es ist so sowas wie so eine Art Rauch entstanden. Er sagte, mit bloßen Augen konnte man das gut sehen. Mit der Kamera was ist es etwas schwieriger. Und zum einen sprach er von einem sanften Glänzen. Und zwar, es scheint so hier vor dieser Kugel zu sein. Also der Reaktor ist da an der Spitze. Es scheint da so ein bisschen heller zu werden. Und dann, wenn man sich das ganz genau anguckt, also ich habe es mir, wie gesagt, mehrmals angeguckt, da sind solche. Rauch ist übertrieben, so etwas Ähnliches wie Rauch, aber es ist sehr verpixelt zu sehen. Das heißt, es ist jetzt auf dem im Video nicht ganz klar, aber es scheint eine Interaktion der Felder da durch sichtbar zu werden. Zeigt dann auch noch ein drittes Video, wo er in seinem System ohne Motoren zeigt, dass da ganz verschwindet in den Behältern. Ja, was er sich halt nicht ganz erklären konnte oder beziehungsweise was damit passiert. Und Herr Kescher hat auch nochmal als Tipp gegeben, dass man ganz, also, wenn man so einen Aufbau hat, dass man ganz nicht irgendwo in der Nähe lagern soll, weil das auch vom System zehren kann. Dadurch wird natürlich dementsprechend das Feld schwächer. Hier ist nochmal ein anderes Video. Also man sieht hier halt einen schwarzen Hintergrund. Und dann, man kann an manchen Stellen manchmal sehen, wie es etwas heller. Wie gesagt, das sieht so ähnlich aus wie ein Rauch. Dass es hier an manchen Stellen etwas heller drumherum wird. Aber es ist jetzt nicht jetzt so super deutlich zu sehen. Also wie gesagt, er sagte, mit bloßem Auge konnte man das besser sehen. Ja, und Herr Kesch hat heute auf jeden Fall noch einige Tipps gegeben, wie dieses System noch stärker sein kann, weil der nächste Effekt solle wohl sein, dass man da dann Lichtbarrieren oder Lichtschranken oder was auch immer, irgendwas Lichteffekte sehen soll. So, hier, das ist sein anderes System. Und hier, wie man sieht, also er hat wohl in allen Kugeln hier ein Leck. Nur die beiden hinteren, die haben wohl tatsächlich ein tatsächliches Loch, wo man auch sieht, dass da unten ganz rausgetropft ist. Das hat er beschrieben. Und nur hier in dieser einen Kugel, die ist leer geworden, obwohl da nichts herausgekommen scheint. Also er sagte, dass diese Kugel ist dicht. Man sieht auch darunter nichts, im Gegensatz zu der anderen, die da hinten ist. Ich glaube, die linke da hinten, wo man da auch unten sehen konnte, dass das da alles, dass die wirklich ausgelaufen ist. Und hier scheint es ganz, was auch immer, sich aufgelöst zu haben oder hat er halt gezeigt. So, und hier hat er seinen Aufbau gezeigt, wie er sein Tritium-Gitter
gewinnt. Das, und hier hat Herr Cash zugesagt, dass er dass das hier wohl kein Tritium zu sein scheint. Also John dachte wohl, dass das hier Tritium ist mit Kohlenstoffkristallen. Und dazu sagt auch Herr Cash, dass da möglicherweise Diamanten drin sind. Also dass John das testen soll, damit Glas zu zerkratzen oder ähnliches. Auch wenn das nur ganz kleine Diamanten sind. Er sagt auch, wenn man diesen Aufbau hier richtig macht, dann kann man hier bis zu 10 bis 20 Karat Diamanten draus bekommen. Und das, ich habe das mal nachgeguckt, wie groß das ist. Also so ein Damenring, sage ich mal, mit so einem Diamanten drauf ist ungefähr bis zu 3,5 Karat. Ansonsten sind das schon wirklich dicke Klunken, die da drauf sind. Also wenn er sagt, da bis zu 20 Karat Diamanten kann man da draus gewinnen, das ist, das sind schon richtig große Dinger. Ja, was John macht, er benutzt diese kristallinen Strukturen hier aus einer ursprünglichen CH3-Produktion, wo er dann halt das für die Tritium-Weiterverarbeitung benutzt. Er nimmt diese Stücke hier raus und mixt die, fügt sie zusammen. Also, und hier hat der Cash aber gesagt, dass das höchstwahrscheinlich wohl kein Tritium ist, weil Tritium sehr schwer nur kristalline Strukturen annimmt. Es ist aber ein Anzeichen für Deuterium, also H2 statt H3, weil Deuterium wiederum sehr leicht kristalline Strukturen annimmt. Insbesondere in Verbindung mit Kohlenstoff, wo dann auch hier wie das eben von Diamanten die Sprache war. Also dass dabei durchaus dann auch Diamanten entstehen können. Dann hat Herr Cash einiges zu diesem Aufbau erklärt. Ich springe mal einfach irgendwo rein, wo er das hier zeichnet. Also es ging um die Produktion von Tritium, aber auch, also Tritium ist dann hier das H3, Wasserstoff hoch 3 und dann Deuterium ist H2 und Wasserstoff einfach nur H. Und was hier der Unterschied ist, was er erklärt hat, ist, dass beim Wasserstoff haben wir ein Proton und ein Elektron und beim Deuterium haben wir noch ein Neutron und beim Tritium haben wir 2 Neutronen. Und ich gehe mal ein bisschen weiter, was jetzt vielleicht passt. Das war auch hier jetzt etwas Neues, sage ich mal, wo er erklärt hat, dass man, also Herr Cash sprach heute von etwas, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass er sagte, dass dieses Tritium ganz das Treibstoff des Universums ist und dass das ein Riesenschritt ist, wenn man mit Tritium arbeitet. So wie er das heute wohl gesagt hat, ist dieses eigentliche universale Treibstoff ist wohl das Ganz von Neutronen. Und das hat er hier erklärt, wie man das gewinnt. Er hat auch noch dazu gesagt, dass es der Schlüssel des Universums oder der ultimative Treibstoff. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, zu der eigentlichen Tritium- und Wasserstoff- und so weiter Produktion. Was er hier gezeigt hat, ist, ich gucke mal, ob ich hier jetzt draufzeichnen kann. Ja, da wir hier also ein Neutron haben, hier 2 und hier keinen, also das ist hier Wasserstoff, ist, wenn man das hier so in eine Salzlösung gibt, als in Ganzform, entsteht wohl hierbei, weil hier ein Feldfluss entsteht, also es ist im Prinzip ja alles gleich, es ist jeweils Wasserstoff vorhanden, aber hier ein Neutron mehr. Das heißt, durch diesen Feldfluss, der hier entsteht, ein Neutronen ganz sich herstellen lässt. Herr Cash hat auch gesagt, dass das, obwohl das auch hier in diesem rechten Bereich von Wasserstoff zu Deuterium, dass das hier zwar nur ein Neutronenunterschied ist und hier rechts auch nur ein Neutronenunterschied von Tritium zu Deuterium, aber es ist trotzdem, würde man jetzt mit den linken beiden ein Ganz erzeugen oder mit den rechten beiden ein Ganz erzeugen, dass das auf jeden Fall unterschiedlich wäre.
Es ist zwar beides dann ein Neutronengans, aber es wäre beides unterschiedlich. Was auch möglich wäre, ein Gans aus zwei Neutronen sozusagen zu erzeugen, indem man diese beiden verwendet. Weil wenn man jetzt diese beiden verwendet, dann haben wir hier einmal zwei Neutronen und null Neutronen auf der anderen Seite. Und das ist wohl je nach Anwendungsmöglichkeit. Aber er hat hauptsächlich von dieser Version gesprochen mit dem einen Neutronenunterschied. Was er dann noch zu sagt, ist, dass das Neutronengans nicht oxidiert, dass man aber und es keine Verbindung eingeht, aber man müsste trotzdem einen Weg finden, um dieses Gans zu halten und das dann entsprechend in den Reaktoren zu verwenden. Ich hab mal eine Frage, Steffen hier. Ja? Und dieses H3 und H2, ne? Sind das, kann ich mir das so vorstellen, dass das große im Prinzip so ein großes Gefäß ist, wo ich im Prinzip eine Ampulle mit H3 habe, eine Ampulle mit H2 oder sowas in der Art? Oder wie ist das genau aufgebaut? Genau, das ist so ein Aufbau, so eine Gansproduktion, wo man Gans aus Gans macht, also das Gans von Gans. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also dass man, das ist quasi eine Stufe weiter, wenn man Gans produziert und dafür nicht wie üblich diese Metallplatten oder was auch immer verwendet, sondern anderes Gans als Quelle quasi dafür, für diesen Feldfluss. Mhm. Und dann auch gerne ein anderes Salz verwendet beim zweiten Prozess. Das war auch hier. Oder generell ein anderes Salz. Generell ein anderes Salz. Also Kaliumsalz war zum Beispiel die Rede. Herr Kesch benutzt wohl viel dieses Kaliumsalz. Das scheint wohl eine wichtige Funktion zu haben. Er sagt auch generell, dass wir immer noch nicht die Bedeutung von Salz verstanden haben in dem ganzen Prozess. Also sowohl der Salzgehalt ist wohl sehr wichtig. Also er hat ein paar Beispiele genannt, dass jetzt auch in unseren Organen teilweise der Salzgehalt bestimmt, ob es ein weiches Gewebe ist, ob es ein hartes Gewebe ist oder was für ein Gewebe das ist. Ist es ein Herz oder ist es eine Lunge oder was auch immer. Dass diese Unterschiede vom Salzgehalt, aber auch vom Salztyp abhängen. Ob es jetzt ein Kaliumsalz ist oder was hat er noch gesagt, für die Knochen entstehenden aus dem Calciumsalz, wo direkt dann das Calcium draus entsteht. Ja, das wäre nämlich mein nächster Schritt, das im Prinzip weiter zu testen und so weiter, ne? Ja, und er sagte auch noch, was wichtig ist, warum das Salz so wichtig ist, also dieses NaCl, Natriumchlorid, dass es ist nicht nur die Verbindung zur Umwelt und zum Leben, wie er auch erklärt hat, sondern es bei diesem Prozess, also insbesondere wenn Wasserstoff mit im Spiel ist, dann sagt er aus diesem Natrium und dem Chlor, in Verbindung mit Wasserstoff entsteht eine Säure, Moment mal kurz, Chlorsäure, genau. Also er sagt, es entsteht sowas Ähnliches wie Chlorsäure, die magnetisch ist. Und er hat das so erklärt, dass das Natrium den Lebenskreis sozusagen bildet oder startet und dass Chlor die Energetisierung des Lebens ist. Und Wasserstoff wiederum füttert das Leben, hat er gesagt. Also diese drei Aspekte, und wenn die drei zusammenkommen, dann entsteht sowas Ähnliches wie Chlorsäure. Und ist wohl auch nochmal wichtig. Was er dazu auch gesagt hat, ist, dass man in der Gansproduktion, wenn wir jetzt hier so eine Gansproduktion haben und haben jetzt hier unsere Platten drin, egal ob wir jetzt, ja, Platten in diesem Fall, dass man diese beiden Platten nicht direkt verbinden soll. Also Herr Kesch sagte, er benutzt immer eine LED, egal welche Gansproduktion. Er sagt auch alleine deswegen schon, weil das einen Ausgleich schafft. Die LED, die schafft einen Ausgleich. Wenn man diese Metalle direkt verbindet, dann sagt er, ist man eher im Batteriemodus. Das hat also eher wie eine Batteriefunktion. Wenn es um die anderen Funktionen des Salzes geht, um das Leben, dann wäre es eben wichtig, die nicht direkt zu verbinden.
Und wichtig sei es vor allem auch, wenn es um das Ganz vom Ganz geht, dass man eben nanobeschichtete Materialien verwendet. Also eine Ampulle, die nanobeschichtet ist oder sowas. Ja, oder wenn man jetzt, sollte man jetzt ein Kupferdraht rumlegen und das irgendwie mit einer anderen Flasche indirekt verbinden, dass man dann eben Nanobeschichtung verwendet. Ach so, ja, natürlich. Man kann ja die Flaschen im Prinzip verbinden mit diesen Kupfer-Nanodrähten, ja. Genau, und gerade wenn es um ganz vom ganz geht, dann ist es eben ein noch höherem Feldspektrum, wo es eben umso wichtiger ist, eben nicht mehr auf Materieebene zu arbeiten. Und das ist ja damit schon zum Teil gewährleistet, indem man eben Nanobeschichtung verwendet. Dieses Wasserstoffgans, ne? Wie kann man das produzieren? Ja, das dazu hat er ein paar Methoden gezeigt. Also das war da, ich gucke mal, ob ich das hier finde. Beziehungsweise er hat den generellen Aufbau erklärt. Ach, jetzt ist die Zeichnung da noch. Also diese Ampullen da, die liegen ja im Prinzip in diesem destillierten Salzwasser halt, ne? So wie halt das üblich ist bei einer Gansproduktion, ne? Ja. Ja, hier hat er das erklärt, genau, hier hat er die unterschiedlichen Versionen erklärt, die man mit den verschiedenen Wasserstoff, also Tritium, Deuterium, Wasserstoff, was man da jeweils rausbekommt, wie ich das eben gesagt hatte. Ich gucke mal, ich meine, ja, genau, er hat hier vorne noch gezeichnet. Und hier hat er das erklärt mit dem. Achso, was er noch sagt, ist, dass diese Chlorsäure ein magnetischer Aspekt ist, während, wenn man das mit NaOH arbeitet, dass das der gravitative Aspekt ist. Und ja, das, was hier jetzt in der Mitte ist, das ist das, die hat dann den Tritiumaufbau nochmal erklärt. Ich mache das hier am besten nochmal auf einer Seite, wo man das ein bisschen besser sehen kann. Und zwar, das ist halt der Aufbau, wenn man jetzt, wenn man so einen Behälter hat, dass man, und hier hat man jetzt eine CO2-Produktion, das heißt, man hat seine Platten hier drin, und dann könnte man hier einen Behälter mit CH3-Gans reingeben, der da einfach zusätzlich noch ist. Und dieses Feld, was jetzt hier zwischen diesen Platten entsteht, ist ein Feld von Kohlenstoff, also C. Und das ist das Prinzip, dass hier in dem CH3 eben das C herausgesogen wird. Und dass dabei H3, also Tritium, übrig bleibt. Und aus dem H3 wiederum hat er einen Aufbau gezeigt, wo man jetzt aus diesem, da macht man einen neuen Aufbau, da macht man wieder hier die Platten rein und stellt jetzt hier dieses H3 rein. Und dann sagt er, hier sollte man jetzt aber ein unterschiedliches Salzgehalt und unterschiedliches Salz verwenden, um dann ein größeres Spektrum zu haben. Und wenn das einem hier jetzt gelingt, noch Wasserstoff abzuziehen, das heißt hier, dass denn hier nicht mehr H3 ist, sondern eben H2 oder halt ein H1. Also er sagte, dass man aus dem Tritium ganz eben auch H2 und H1 herstellt. Und wenn man hier einen Magneten quasi für Wasserstoff noch drin mit drin hat, dann entsteht hieraus eben H2 und H1. Ich guck mal, ob da hier noch irgendwas Genaueres von zu sehen war. Na, ich glaube, das war es hier schon. Okay. Achso, ich habe dann noch mal eine Frage zu diesem Testaufbau, die der John hatte. Ja. Diesen Stab, den er da hatte, ne? Dieser,
Reaktor, der da vorne dran war, war das nur eine Kugel, die er vorne dran hatte mit? Ja, es war ein Reaktor, der sich dreht. Ach so, der hat sich vorne an der Spitze gedreht. Ja. Und das war, also wo er im Prinzip damit gearbeitet hat, ist im Prinzip zwei, was war da aufgebaut? Rechts und links, diese, das waren da irgendwie so. Ach so, die sind schon mal gezeigt worden, das war seine, ich glaube sogar letzte Woche, das sind seine Aufbauten, seine Sternformationen. Das sind vier Reaktoren und hier scheinen das ganz einfache Systeme zu sein, ohne die ganzen anderen Kram noch drumherum. Ja, man sieht jetzt zwar nicht so richtig, wo die Reaktoren sind, aber. Ja, hier unten sieht man ein. Und er sagt auch, dass das wohl hier ein Verhältnis war zwischen den beiden, also ein Verhältnis, ich glaube, von 1 zu 2. Das heißt, dass auch diese beiden Systeme überhaupt miteinander in Wechselwirkung sind. Es kann sein, dass ich mir das nochmal angucke. Ich hatte keine Zeit, das zu gucken. Jupp, ich gucke mal, was ich hier noch habe. Achso, dann ist hier noch ein Video gezeigt worden. Ja, und zwar ja, geht es hier rum. Das ist jetzt so ein Beispiel für eine Gansproduktion aus Gans. Also hier ist, hier war wohl auch die Absicht, Tritium-Gans zu produzieren, genau. Und zwar ist diese in diesem Behältern ist wohl ein Kohlenstoff-Gans. Also hier in diesem Fall ist es nicht mit Platten gemacht, sondern aus Gans, dass hier ein Kohlenstofffeld entsteht. Auch, also hier ist auch ein Verhältnis. Wenn wir jetzt mal die rechte Seite sehen, diese Fläschchen, die hier dran sind, das ist ein Verhältnis von 1 zu 2, sodass hier in der Mitte ein Kohlenstofffeld entsteht und hier oben ist CH3. Und hier, was war das hier? Das waren, glaube ich, vier Kohlenstofffläschchen und auch CH3. Und er hat wohl hier drei verschiedene CH3-Fläschchen, die wohl alle dann mit der Zeit unterschiedlich aussahen, auch von der Farbe her. Und was er hier noch dazu sagte, ist, dass es wichtig war, nur Glas zu verwenden. Also dass es mit Plastik bei ihm wohl nicht so gut funktioniert hat. Das ist also hier alles Glas, was er verwendet. Sowohl die Fläschchen außen als auch die große und so weiter. Herr Kesch hat noch von den Büchern gesprochen und zwar sagte er, dass wenn die gerichtliche Situation da in Belgien geklärt ist, dass das dann mit den Büchern weitergeht und es sind wohl schon 6 Bücher, also es sind 3 veröffentlicht und 6 gibt es wohl. Das 6. ist fast fertig und er sagte, das 4. Buch, dass uns das sehr viel weiterbringen würde und dass wir bereits Jahre weiter wären, wenn das 4. Buch schon veröffentlicht wäre. Das 5. Buch geht in die Tiefe über magnetische Felder. Und das 6. Buch erklärt, wie man die Weltraumreaktoren steuert. Ja, das sagt er nur ganz kurz dazu. Und das, ja, das mit den Büchern, wie gesagt. Und letztens sagte er, dass die Bücher bald auf Amazon zu kaufen sein werden. Ja, zurzeit sind sie ja im Prinzip, ich glaube, sogar irgendwie ausverkauft, ne? Bei Ihnen da im Shop? Ja, das ist mir nicht bewusst. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Deutschen seit langer Zeit vergriffen sind. Beziehungsweise da gibt es ja nur das eine, soweit ich weiß. Und da an der Situation hat sich wohl, soweit ich weiß, auch nichts geändert. Also wie weit das jetzt mit deutschen Büchern ist, Übersetzung und so weiter, da weiß ich nichts Neues zu. Da hat er auch heute nichts zugesagt. Ja, da müssen wir warten. Mario, kannst du dieses Bild nochmal zeigen, wo er diese grüne Pfeile macht? Da hat er ja was erzählt, dass wenn man das H3 und das H2 ganz im Gans macht, dass daraus ein Neutronengans entsteht. Hast du das auch so verstanden? Ja, genau, dieses Bild. Das bleibt ja anscheinend irgendein Neutron übrig und das produziert dann dieses Neutronengans und das hat er dann als Geschenk für die Menschheit
gesagt, und er hat das so, wie ich es verstanden habe, hat er gesagt, er hätte das nicht früher sagen können, weil wir hätten das so nicht verstanden, wenn er das früher so gesagt hätte. Ja, also die Art, wer das ja schon ein bisschen länger verfolgt mit Herrn Cash, dass er hat ein ganz bestimmtes Verfahren. Und es ist so, zum Teil ist ja das, was er vor Jahren gesagt hat, wird dann irgendwie neu entdeckt und dann ist das wieder irgendwie, hat es auf einmal Bedeutung gefunden. Das heißt, zum Teil gibt er sein Wissen einfach schon immer weiter, es versteht nur nicht unbedingt jeder zu der Zeit oder vielleicht auch keiner. Und zum anderen ist es so, dass es ja auch nicht wirklich Sinn machen würde, wenn man jetzt zum Beispiel das erste Mal, als er von Tritium gesprochen hat, wenn er all die Dinge, die jetzt danach im Nachhinein kamen, noch mit dazu gesagt hätte, das hätte nicht wirklich, wahrscheinlich die meisten wahrscheinlich nicht wirklich geholfen, es hätte nur mehr verwirrt. Und er achtet immer darauf, dass es zumindest einen gibt, der das von sich aus wirklich versteht und damit arbeitet und experimentiert. Und wenn Herr Cash dann sieht, da ist einer, der damit arbeitet und der Fragen hat oder der da wirklich was mitmacht, dann gibt er auch dementsprechend, und das ist jetzt in diesem Fall jetzt John als Beispiel, aber gab es da viele andere Beispiele für, dann gibt er dann auch immer neue Informationen. Weil die neuen Informationen sonst vorher auch nicht wirklich was bringen würden. Genau so habe ich es auch mitbekommen, weil John war richtig erstaunt über dieses neue Wissen, das er da bekommt, und das kann er jetzt in seine Forschung einpflegen und kommt einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist die Absicht von Herrn Cash. Ja, also Herr Cash wartet immer auf eine Vorlage dafür, dass das jetzt auch angebracht wäre, eben das Wissen weiterzubringen. Also sonst, wie gesagt, wäre das so, dass da keiner mehr mitkommen würde und dann würde das alles untergehen. Und das ist etwas, was er halt verhindern möchte, dass es in der Geschichte immer wieder Technologien gab oder Bereiche der Wissenschaft, die dann untergegangen sind. Und damit das nicht wieder passiert oder eine kleine Elite sich das Wissen nur aneignet und nutzt, soll das in so einem Format sein, dass möglichst viele Menschen eben da mitkommen. Also dann, also ja genau, ich hier nochmal ganz kurz zu, hier hat er das auch aufgezeichnet, also das heißt, die Kreise, die hier sind, dass damit hat er den Atom quasi erklärt, also hier mit Proton und Elektron, und hier haben wir noch ein Neutron zusätzlich zum Proton und Elektron, und hier haben wir zwei Neutronen. Und das ist genau das, was er gesagt hat, dass wenn man jetzt hier in diesem Behälter ein H3 reingibt und hier ein H2, dass dann ein Neutron ganz sich daraus erzeugen lässt. Ja, und wir haben dann ja zwei Neutronengänse, die wir damit herstellen können, weil das Neutronengans zwischen H3 und H2 hat eine andere Feldstärke, nehme ich an, als das Neutronengans von H2 zu H. Genau, und dann gibt es auch die Möglichkeit von H3 auf H. Das wäre dann nämlich das wären zwei Neutronen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, daraus ein Ganz zu machen. So, dann hat er erklärt, dass wenn man H3, also wie eben beim zweiten Mal gezeigt, also den zweiten Aufbau, wenn man dann Tritium hergestellt hat, in einem Aufbau mit H3 Kohlenstoff, also dass in diesem Aufbau Kohlenstoff ist und mit einem anderen Salz, sagte er, das, was daraus dann entsteht, ist CO2, Wasser. Er sagte, in diesem Prozess würde in diesem Tritiumbehälter hier würde Wasser entstehen. Also er sagte, man könnte hier beobachten, wie dieser Wasserspiegel in diesem zweiten Behälter langsam steigt. Er sagt, da muss man mal genau drauf achten, weil das kann ganz langsam sein. Aber dass eben aus dieser Interaktion CO2 entsteht. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er da genau aufgezeichnet hatte. Ich glaube, hier war nämlich das, wo das Genau, das war die Wasserstoffproduktion, wo das Ziel ist, dass hier ein H übrig bleibt. Und was er hierzu aufgezeichnet hat, ist, dass man ja hier ein H3 hat
dann hat man hier ein, er hat das nicht deutlich gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass auch hier von der üblichen CO2-Produktion der Rede war. Er sprach aber davon, dass Kohlenstoff wichtig ist. Und möglicherweise ist das die aus der Nanobeschichtung von dem Kupfer. Auf jeden Fall waren hier halt diese zwei Platten. Und dass wenn man jetzt hier, soll man auf den Salzgehalt und auf die Salzart achten. Er sagt, es muss Kohlenstoff halt mit bei sein. Und was dann hieraus entsteht, ist ein CO2, ein H2O und was übrig bleibt, ist das dritte H quasi. Also das heißt, wir haben hier mal zweimal H und das dritte H. Und was dann übrig bleibt, ist ein Wasserstoffgas, was auch die deutlich an der Farbe zu sehen sein sollte. Also dass hier eine andere Schicht entsteht. Und er sagte, das ist auch ein recht rapider Prozess. Er sagte auch noch, dass aus einem einzelnen Neutron jedes Element im Universum gemacht werden kann und dass das quasi die Quelle ist für diese Kontrolleinheit. Er sprach ja öfter davon. Jetzt stell dir mal vor, wir haben hier so eine Schachtel mit einem mit so einem Drehding dran und dann haben wir hier eine Tube und was auch immer, auf was wir das drehen, das kommt dabei raus. Das heißt, wollen wir Gold, kommt Gold raus. Wollen wir Wasser, kommt Wasser raus. Und was auch immer. Und so ein System, das letztendlich aus alles herausgeben kann, vielleicht so eine Art Replikator-System, wie man das von Star Trek oder wie auch immer kennt, wo man komplette fertige Nahrungsmittel, also quasi moderne 3D-Drucker, die etwas aber quasi sofort molekular zusammensetzen, dass hier eben die Essenz dessen wäre das Neutron, das Neutronengas. Und er sagte, wenn man weiß, wie man dieses Neutronengas richtig öffnet, sagte er, also oder sich, wie soll man es beschreiben, sich ausdehnt, dann wäre es sogar möglich, dass sich dieses Neutron als eine Galaxie oder als ein Universum verhält. Und er sprach auch noch davon, dass das die Essenz der Schöpfung ist. Und wenn man das mal, vielleicht kennt ihr das alle in so einem bekannten Film, wo so eine kleine Galaxie in einer Murmel steckt. Das ist eine kleine Murmel, die in dieser Murmel steckt eine ganze Galaxie drin. Und wenn man das mal aus dieser Sicht sieht und das in Plasma Größenordnung nicht wirklich relevant sind, also es ist im Prinzip völlig egal, ob man 2 Meter groß ist oder 40 Meter groß, wenn man auf einem anderen Planeten ist oder nur 2 Zentimeter groß. Und das im Plasma ist Größe eine untergeordnete, ist ja letztendlich erst im Materiespektrum relevant. Und ein Plasma kann unendlich groß sein. Es kann mini klein sein, es kann aber auch unendlich groß sein. Es kann das ganze Universum umfassen. Und aus der Perspektive gesehen ist eine Galaxie in einer Murmel tatsächlich denkbar. Also dass man eine kleine Murmel hat, aber in dieser Murmel steckt wirklich eine ganze Galaxie mit, was ähnlich was 500 Milliarden Sternen. Und dass letztendlich auch Galaxien und Universum, also die Plasmas, ein Plasma auf größerer Ebene gesehen, auch letztendlich aus einem einzigen Neutron entstehen kann. Oder aus einem, nicht ein Neutron im Materie-Sinne, sondern aus dem Feldspektrum. Ja, denn Herr Cash sagte noch, dass ab jetzt das Wissen in Richtung geht, den Menschen in den Weltraum zu bringen. Und das ist ja das, wovon Herr Cash ja schon immer spricht quasi. Das heißt ja nicht umsonst Spaceship Institute. Aber letztendlich ist es auch diplomatisch gesehen eine raffinierte Methode, sage ich mal, das so zu sagen, weil damit ja alles verbunden ist. Das heißt, wenn es darum geht, die Menschen ins Weltall zu bringen, sind Nahrungsaspekte, medizinische Aspekte, Energieaspekte, ist ja alles mit drin. Weil wir können ja nicht ins Weltall, wenn wir nicht all diese Dinge geklärt haben.
Und wie Herr Kesch immer sagt, wenn wir ins Weltall gehen, keine Toilette mit. Und wie gesagt, auch kein Arzt nehmen wir mit und auch keine Medikamente oder sonst was. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, eben all dieses zu lösen. Das heißt, der Prozess dahin löst all diese anderen zum Teil technischen Probleme, die wir halt haben, wie dass es überhaupt sowas wie Krankheit gibt und andere Dinge oder Energiemangel und Materienmangel und all diese Sachen. Und er sagt, dass wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten ins All gehen, dass ihm dann nichts übrig bleiben würde, als den Menschen der universellen Gemeinschaft vorzustellen. Ja, und dann wurde noch ganz kurz zum Schluss gesagt, dass nächste Woche eine Produktvorstellung aus dem, was sie in Italien entwickeln, wohl gezeigt wird. Das sehen wir dann nächste Woche. Und ich meine, das war es jetzt auch mit meiner Zusammenfassung. Es war ein bisschen kreuz und quer heute. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier jetzt alles aufgezählt. Gibt es da sonst noch Ergänzungen zu Fragen? Ja, oder? Mario. Ist die Marina. Grüße. Hallo. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass du für uns da bist. Also ganz großartig. Wie kann man denn aus dem H3 jetzt das H2 machen? Das heißt, du hast von den Magneten gesprochen. Das heißt, der Keja hat von Magneten gesprochen. Was wäre so ein Magnet noch? Gute Frage. Theoretisch könnten das alle möglichen Dinge sein, die aber ein praktisches Beispiel, Evelyn, bist du da? Evelyn, hättest du dafür ein Beispiel? Deuterium ganz, also wie macht man jetzt aus so einem System, Herr Kesch hat ja von Anfang an gesagt, dass man aus dem Tritium ganz auch ein Deuterium ganz oder einen Wasserstoff ganz eben auch erzeugen kann. Und dafür müsste man dementsprechend eben ein Wasserstoff herausbekommen. Das heißt, man müsste hier ein System aufbauen, das eben nicht Wasser produziert, wie jetzt in diesem Fall, sondern er eben nur ein H braucht. Und Herr Kesch ist auch schon ein paar Mal darauf eingegangen, aber mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Also nicht heute, soweit ich weiß. Aber er ist ja schon in der Vergangenheit darauf eingegangen. Evelyn, bist du da? Oder weiß das jemand anders? Hat jemand anders Deuterium ganz hergestellt? Oder war das mit der Flasche? So richtig wissen tue ich es nicht, aber du hast vorhin erwähnt, dass man mit dem Salzgehalt sich da rumprobieren muss, auch mit der Art des Salzes, ob man jetzt Natriumchlorid oder Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, man hat ja verschiedene Salze, die man verwenden kann, und die Platten, da kann man das Material wählen. Und ich nehme an, das ist wieder so eine Geschichte, die wir selber ausprobieren müssen, uns auf den Weg begeben und durch Testserien es herausfinden. Ja, es war auch noch ganz kurz von unterschiedlichen Isotopen, von Kalium, Salzen die Rede. Also heute hat Herr Kesch schon deutlich gemacht, dass das Salz oder die verschiedenen Salze auf jeden Fall sehr wichtig sind, dass wir das immer noch nicht verstanden haben, dass damit zu wenig gemacht wird. Und das auch hat auch ein paar Mal Beispiele, also heute, aber auch in der Vergangenheit dazu genannt, dass auch unser Körper, aber auch zum Beispiel, wenn Leben im Ozean entsteht, dass das Salzgehalt und was für Salze, die Kombination maßgeblich dafür verantwortlich sind, was für ein Leben entsteht und welches und auch innerhalb eines Organismus eben, was ist in dem Körper. Das heißt, wann wird etwas zu einer Leber, wann wird etwas zu einer Lunge, wann ist etwas ein Herz? Dass das mit dem Salzgehalt und den Salzarten eben zu tun hat. Und dementsprechend lässt sich aus, wenn man das, sage ich mal, jetzt komplett rausgefunden hat oder komplett entschlüsselt hat, welches Salz, welcher Salzgehalt macht in welchem Aufbau genau was, dass wir da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel in Zukunft noch draus machen können. Das würde erklären, warum wir als Menschen diese Spurenelemente in uns tragen. Das interagiert wahrscheinlich mit dem Salz, das wir selber im Körper haben, und mit den Aminosäuren, diese verschiedenen Konstellationen im Körper produzieren.
Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Ergänzungen, Hinweise oder möchte sonst noch irgendjemand was erklären, zeigen? Ja, Sascha Meyer schreibt noch im Chat die 12 Lebenssalze und da hat Herr Kesch ja auch mal von dem gesprochen. Das wurde aber, so wie ich weiß, nicht weiter verfolgt, dass wir mit diesen verschiedenen Lebenssalzen unsere Versuche machen sollten. Ja, und da fällt mir noch ein bisschen was ein. Und zwar, zum einen hatte Herr Kesch ein bisschen ein Problem mit diesen, einerseits hat er das genau das gesagt, ja, so diese verschiedenen Salze, dass das wohl sehr wichtig ist. Er hat aber auch ein bisschen ein Problem mit diesen 12 Salzen, ich glaube auch Schüsselsalz oder was auch immer, dass manches davon wohl nicht unbedingt wirklich Salz ist oder nicht wirklich bewiesen ist, was das überhaupt ist. Also, dass das wohl so ein bisschen fragwürdig ist, was das überhaupt genau ist. Also auf jeden Fall war da schon klar, dass die Salze eine wichtige Rolle spielen und genau das sagte er eigentlich, was er heute sagte, damals auch, dass wir mit den Salzen experimentieren sollen, eben die unterschiedlichen Salze und dass man eben auch ein ganz mehrlagig sozusagen erschaffen kann. Das heißt beispielsweise, wir wollen ein CO2-Gans, das sage ich mal, das Spektrum dieses CO2-Gans erhöhen oder mehrere Schichten sozusagen darin reinprogrammieren. Und das tut man, indem man ein CO2-Gans erzeugt in einem Salz, wie wir das jetzt zum Beispiel haben mit Natriumchlorid, und dass wir dann aus diesem Produkt wieder ein anderes Gans herstellen, ein Gans vom Gans, wo wir dann ein anderes Salz verwenden. Und dann können wir beim dritten Durchgang wieder ein anderes Salz verwenden und so weiter. Wir können dann letztendlich all diese 12 Salze durchgehen oder wie viele Salze wir auch immer da im Sinn haben. Und dann würden wir ein CO2-Gans haben, das oder ein was für ein Gans auch immer das dann ist, das dann eben dieses gesamte Spektrum dieser ganzen Salze hat. Und das wäre wohl, so wie er die biologischen Prozesse beschrieben hat, sehr, sehr wichtig, weil es kann... Es könnte jetzt beispielsweise, das ist jetzt ein erfundenes Beispiel von mir, dass jetzt zwei Leute ein Problem im Herzen haben und bei dem einen hilft ein Gans und bei dem anderen hilft das Gans nicht, weil da vielleicht ein anderer Muskel oder ein anderes Gewebeart oder ein anderes Spektrum eben wichtig ist, obwohl es vielleicht beides das Herz ist, dass eben dieses Spektrum einfach damit nicht abgedeckt ist. Und das ist etwas, was man eben, was denn diese unterschiedlichen Salze betrifft, dass man mit einem anderen Salz, dass man vielleicht ein Gans mit einem anderen Salz erzeugt, auf einmal ein Spektrum abdeckt, das, wo vorher ein CO2-Gans nicht geholfen hat, auch nicht helfen konnte, weil eben dieser wichtige Bereich, den der Körper brauchte, eben da nicht drin war. Und das ist so etwas, was man halt dann mit den unterschiedlichen Salzen machen kann, und dass wir halt nicht uns nicht nur auf dieses eine Salz, Natriumchlorid, eben versteifen. Aber Mario, müsste dann nicht eventuell in dem natürlich vorkommenden Salz, wo ja alle Anteile drin sind, damit müsste man doch dann quasi alle Bereiche abdecken können? Oder sehe ich das falsch? Nicht unbedingt. Es ist auch so, dass es ja einen Grund hat, warum man aus dem Gans ein Gans macht und nicht gleich einfach alle Salzarten, das kann man sicherlich auch machen, dass man alle Salzarten in einem Produktion hat, aber das ist nicht das Gleiche, so wie ich das verstehe, als würde man das einzeln nacheinander machen. Und so wie Herr Kesch immer diese Prozesse und die Wechselwirkung beschreibt, könnte das sein, dass wenn man drei verschiedene Salze zusammengibt in der ersten Produktion, dass da schon was ganz anderes bei entsteht, als es bei einem einzelnen Salz und danach bei dem zweiten einzelnen Salz und danach beim dritten einzelnen Salz, also nur dieses eine Salz genommen, dass das möglicherweise ein ganz anderer Prozess ist, als hätte man alle drei zusammen. Aber auch das ist etwas, was man natürlich bedenken kann, weil etwas, das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was Herr Keschmann sagte, warum wir nicht ein Gans produzieren, wo wir mehrere Dinge gleich hier haben. Das heißt, hier haben wir beispielsweise Kupfer,
hier haben wir Zink, hier haben wir was auch immer. Und dann vielleicht auf der einen Seite nanobeschichtet, auf der anderen Seite nicht nanobeschichtet. Das heißt, hier haben wir ein Zink, hier haben wir nanobeschichtetes Zink, hier haben wir ein Kupfer, hier haben wir ein nanobeschichtetes Kupfer und was weiß ich was, hier noch eine dritte Platte und alles in einem Behälter. Weil diese Wechselwirkungen, die jetzt hier zwischen entstehen, sind ganz anders, als wenn würden wir das ganz einzeln erzeugen. Und genauso wie das hier mit den, das heißt, man produziert letztendlich unterschiedliche Spektren von Gans gleichzeitig und das ist was anderes, als würde man einfach ein CO2-Gans mit einem Kupfergans danach mischen, weil es eben zusammen ein Feld hat, was ein anderes Feld ist und ähnlich kann man das mit dem Salz genauso sehen. Also in manchen Fällen macht das vielleicht Sinn, bestimmte Salze zusammen zu haben, in manchen Fällen macht das Sinn, diese nacheinander anzuwenden. Aber das sind die einzelnen Fälle und die einzelnen, was uns letztendlich noch fehlt, es sind erstmal Messmethoden oder Methoden, um wirklich Dinge auch vielleicht auch sichtbar zu machen. Und andererseits ist das eine Art Karte, was die Weltraumreisen genau zeigt, was ist die Feldstärke von welchem Ort oder auch auf der Erde, aber auch im Körper. Was ist die Feldstärke von welchem Organ und welchen, die linke Seite vom Herzen, rechte Seite vom Herzen, verschiedene Bereiche im Herzen. Dass uns diese Informationen da teilweise noch, die müssen alle erst erschlossen werden. Und wenn wir diese Informationen haben, dann werden wir irgendwann auch genau wissen, wann welche von diesen möglichen Anwendungen sinnvoller sind. Das sind jetzt nur Optionen, die wir haben, auch wenn wir begrenzt sind mit dem, was wir mit diesen Optionen letztendlich machen, weil wir das letztendlich erst alles testen müssen. Ja, hallo, André spricht. Barbara, es ist im Prinzip schon vereinfacht dargestellt, wenn du jetzt eine zum Beispiel CO2-Produktion machst mit 10% Salz und mit 5% Salz. Geht die mit 10% Salz schneller wie die mit 5% Salz? Dafür musst du das 5% Salz CO2 ganz weniger waschen. Also entstehen da schon die Unterschiede. Ja, und Unterschiede sind auch in den Bereichen, weil wenn wir das jetzt mal mit dem Meer also oder mit dem Ozean oder was vergleichen, dann sehen wir da ja auch und das hat Herr Kesch auch schon mal in der Vergangenheit erklärt, dass wenn ein Salzgehalt irgendwo von 2,5% im Meer ist und woanders von 3,5%, dass dann andere Fische entstehen. Also das heißt, die Gansproduktion ist definitiv eine andere. Es mag sein, dass für die Anwendung, die wir brauchen, wenn wir zum Beispiel uns einen CO2-Patch herstellen, dass dann vielleicht es für diese Art von Anwendung, die wir spezifisch dafür nutzen, dass es da vielleicht nicht so entscheidend ist, dass sowohl ein 5% Salz als auch ein 10% Salz das Gleiche tut. Aber es kann in anderen Fällen sein, wo das vielleicht etwas komplett anderes ist, ob man ein Gans hat mit 5% Salz hergestellt oder mit 10% Salz, wo das eine wirkt und das andere nicht. Ja, haben wir noch reichlich zu tun. Ja, Barbara, ich gebe dir eine Woche, dann erklärst du uns das alles. Du kannst mal dich dir vorstellen, was eine Woche ist, wenn du genug zu tun hast. Na gut, vielleicht geben wir dir zwei. Nein, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Nie mehr. Auch nicht mit freiwilliger Arbeit. Freiwillige Zwangsarbeit. Genau, davon wird man krank, habe ich mal gehört. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche, wenn noch irgendwelche Fragen oder irgendjemand was zeigen möchte oder was, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, der nächste Erfahrungsaustausch ist am 25. Juni in 2 Wochen, beziehungsweise 1,5 Wochen.
Und ja, dann habe ich hier für heute nichts mehr. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei allen und wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr kommt das nächste Mal wieder und das war heute der 117. Deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 14. Juni 2018 und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke, Mario.